Was, meine Lieben, ist denn unser Ziel? Dass wir ein volles geistiges Bewusstsein erfahren. Alle Liebesformen der Liebe, durch die müssen wir aber nur hindurchgehen, um dann endlich diese alle loszulassen und ein friedvolles Gemüt zu bekommen. Deshalb heißt es ja auch mit dem ewigen Frieden, nicht? Das ist so eine Andeutung. Und wenn wir ein friedvolles Gemüt haben, dann ist das die wahre Liebe. Alle anderen emotionalen Situationen, wie auch in meinen Hits oder meinen Liedern beschrieben, sind eigentlich eine Vorstufe zur vollkommenen Liebe. Die vollkommene Liebe ist nicht die persönliche. Es ist die unpersönliche, die losgelöste, die alle liebt und nicht nur einen. Darum habe ich immer gesagt, dass Liebe an sich ein obszönes Wort ist, wenn wir es verstehen in dem Sinne, dass ich nur einen Menschen liebe. Es ist eine notwendige Stufe hin zur vollkommenen Liebe. Und selbstverständlich sind wir alle noch nicht da angelangt. Man liebt noch das eine und nicht das andere. Man liebt das eine Tier und nicht das andere oder die eine Gruppe Menschen, nicht die andere. Ja? Aber ihr werdet euch wundern, warum alle immer wieder zusammenkommen. Bis sich alle lieben. Und sich alle lieben heißt eigentlich nicht, dass sich alle umarmen und ihnen sagen, ich liebe dich, das geht auch, kann man auch machen. Aber eigentlich heißt es, dass man sich von allen Anhaftungen gelöst hat und darum wir uns alle als eins erkennen und nicht mehr als getrennt. Und das ist dann eine bewusste Vereinigung auf spiritueller Ebene. Und meine Lieben, vergesst nicht, je geistiger und spiritueller ihr werdet, umso mehr erfahrt ihr bereits vollkommene Liebe. Denn in der spirituellen Quelle sind wir, man soll es nicht glauben, bereits alle vereint. Da sind wir alle schon eins. Wir empfinden nur Getrenntheit hier unten. Das ist der eine Körper und der andere. Das ist in der Tat ein Problem, das aber durch viele Inkarnationen dann gelöst wird. Es sei denn, man hört die Lehre vom Pfad und sagt sich, ja, versuchen wir es mal etwas abgekürzt. Denn, meine Lieben, der Pfad ist ja eine Abkürzung, eine Art Einweihungsprozess. Nicht wahr? Und wenn der Mensch, der dies erkennt, immer mehr geistiger wird, dann kann er auch nicht mehr sozusagen sündigen oder anderen wehtun. Und er kann auch in einer Beziehung nichts Schlimmes mehr tun. Da kommen wir zu den Unverheirateten. Die Unverheirateten. Das sind Menschen, die haben entweder, jetzt weiß man nicht, ob sie nie einen bekommen haben oder nie jemanden wollten, einen Partner, du unverheiratet. Meine Lieben, ohne die Unverheirateten hätte unsere Welt nie die Entwicklung, wenn wir es die Negativen mal weglassen, die Positiven genommen, auch im sozialen Sinne, die sie jetzt hat. Und da haben, so schlimm es auch dort zugegangen sein mag, auch die klösterlichen Einrichtungen sehr viel dazu beigetragen. Und seht mal, schöpferische Energie hat im Geistigen ihren Ursprung und kann dann auf der weltlichen Ebene geleitet werden in die entsprechenden Kanäle. Wenn jetzt da eine unverheiratete Person ist, ein unverheirateter Mensch, und wer sich selbst da nicht bemitleidet oder wer sich sagt, ach, mich will ja eh keiner und niemand, sondern der sich jetzt allem widmet und allen Menschen, die Hilfe brauchen, ja, dann führt der ein wundervolles, erfülltes Leben. Ganz zu schweigen von der Tatsache, und falls er die Kenntnis davon hat, wäre das natürlich segensreich, dass Kundalini in ihm steigt. Durch sein zölibates Leben, durch sein unverheiratetes Leben, nehmen wir mal an, er wird dieses Unverheiratetsein nicht durch jetzt zu viel Masturbation und Besuche von Bordellen oder anderen sexuellen Beziehungen versuchen auszufüllen, das ist dann auch der falsche Weg. Er sollte dieses Unverheiratetsein als eine Gelegenheit nutzen. Das ist ja auch die
Intention der Mönche und der religiösen Menschen, nur da sie die Macht von Kundalini nicht kennen, dann kommen sie vom Pfad ab und begehen allerlei törichte Dinge, wie wir ja wissen mittlerweile. Also, da muss man liebevoll sein, gütig, diese Energie ausnutzen, die man dann nicht missbraucht, oder sagen wir mal, ein hartes Wort, in der sexuellen Aktivität mit einem Partner verliert. Nicht? Also da muss man sich mit Kundalini befassen und das Wundervolle von Kundalini erfahren. Sonst geht es einem wie dem erhabenen Buddha noch früher, der fiel immer wieder zurück, zunächst mal in Sinnesaktivitäten, weil seine Kundalini ja noch nach unten gerichtet war durch das Harem und die vielen Frauen, die er hatte. Bis er dann erkannte, es gibt eine Ebene, eine Bewusstseinsebene, jenseits der Freuden der Sinne. Seht mal, wir haben ja auch schon über Gesundheit gesprochen, ja? Der Mensch muss also gesund sein, der menschliche Leib, die Zellen, damit er auch geistig sich entwickeln kann. Wäre also zu wünschen, dass der Körper gesund ist, dass man zumindest, jetzt sagen wir mal so, gesund lebt, vegetarisch lebt, Wasser trinkt, kein Alkohol und so weiter. Nur das klingt natürlich einfacher, als es ist. Wer aber erkennt seine göttliche, geistige Natur, der wird sehr schnell und bald zumindest sich mäßigen in dem, was er zuvor vielleicht überzogen hat. Und seht mal, die Ehe ist ja auch etwas da, um das sexuelle Leben mit Würde zu lenken, intelligent. Damit das Ästhetische und Geistige die Überhand bekommt. Und das ist ganz wichtig für Eltern und Kinder. Darum auch das Buch, das liest für Kinder, das auch ganz klar zeigt, wir müssen Kindern bereits beibringen, du bist ein göttliches Wesen, ein geistiges Wesen, das in der Materie jetzt sozusagen ringt und sich seiner Göttlichkeit in der physischen Welt, im Körper, auch bewusst zu werden. Dazu sind die Chakren da oder Chakras. Das ist dann natürlich das, entschuldigt mein Lieben, ich bin ein bisschen, ja, na, nicht ich, sondern wer? Ihr wisst es bereits, der Körper. Also man ist nicht der Körper, man hat einen, sonst würde man ja nicht absichtlich husten, oder? Hustet jemand von euch absichtlich? Es sei denn, man will da irgendwas erreichen damit. Das ist also ganz wichtig, meine Lieben, für den seelischen Reifegrad unserer Jugend, unserer Generation, die jetzt verloren scheint. Ich war eingekerkert und gefangen in der Welt der Sinne, der sexuellen Lust, Perversionen, Extremen, Drogen, Rauschgift und so weiter. Naja, so lernt der Mensch, meine Lieben. Keine Angst, die werden auch schon noch drauf kommen. Allerdings, wenn sie nicht die Botschaft des Pfades hören, durch viele leidvolle Inkarnationen. Tja, ich weiß nicht, ob wir schon darüber gesprochen haben. Es wird immer mit der Frage konfrontiert, das gehört zu dem Pfad. Was soll die Frau nun sein? Nur Bett und Küche? Oder soll sie mit dem Mann sozusagen in Konkurrenz treten im Geschäftsleben? Und ist die Frage des Kindes oder das Kind sozusagen nur ein Zwischenfall, der hat sich ereignet? Ja? Da muss man wirklich mal befriedigende Antworten auf diese Fragen bekommen. Die finden wir hier auf dem Pfad, meine Lieben. Denn wenn das nicht geschieht, dann haben wir ja, da brauchen wir nur zu sehen, überall die neurotischen Zusammenbrüche, die unglücklichen Ehen und so weiter. Meine Lieben, wenn ihr mit einem Partner zusammen seid und ihr findet das Bedürfnis, geistig zu wachsen und ihr entwickelt euch, ihr hört die Lehre, ihr lest das Buch des Lichts, ihr wandelt den Pfad und der andere, der Partner sagt, was soll denn der Unsinn, nun komm mal wieder zurück, lass uns mal lieber einen saufen gehen, jetzt mal extrem gesagt, ja, dann müsst ihr euch entscheiden, ihr Lieben. Kann ich länger mit so jemandem zusammen?
Da lehrt das Buch des Lichts, gib niemals dein Heil auf um das Heil anderer willen. Ja? Das heißt also, wenn ihr euch geistig entwickelt und der Partner wächst nicht mit, dann ist, es sei denn, man versucht es immer und immer wieder und der Partner lenkt nicht ein, dann ist eine Trennung unausweichlich. Denn wenn ihr euch nicht trennt, zieht ihr euch beide runter in den Sumpf. Wer es zu fassen vermag, der fasse es.